willkommen zur nächsten Folge von Carcare, Bikecare. Also heute haben wir einen Roller am Start. Also in der ersten Folge habt ihr gesehen, habe ich ja getestet an meinem 2015er Yamaha X Max 250 den Bikers Teufel von Tugashimi. Der Roller war sauber danach wieder, ne? Abgetrocknet habe ich ihn. Wie gesagt, mein Roller ist ein bisschen schwer oder mein zweiter ist ein bisschen schwer in alle Ecken zu kommen. Da tropft trotzdem noch was raus. Deswegen habe ich ihn jetzt auf den Seitenschneider gestellt und da kannst du nochmal zur Seite abtropfen. Aber in dem Video geht es jetzt nicht um die Wäsche, weil die haben wir hinter uns, sondern es geht um Glasreiniger. Denn, ich drehe mal um, denn ich habe eine hohe Scheibe in meinem Roller, wie ihr sehen könnt. Die kommt eigentlich mit so einer Scheibe daher, aber da ich das so als Reisemobil ausgestattet habe mit der Box hinten, das habe ich euch schon mal erklärt, ist jetzt hier die große Scheibe installiert, damit ich einfach weniger Wind habe. Und wir haben sehr viel Dreck hier drauf. Müssen mal schauen, ob wir das einfangen können hier. Gut, mit der Wäsche ist eigentlich schon gut was runtergekommen, weil ich habe den schon eingespült gehabt mit dem Bikersteufel. Aber wir wollen das jetzt mal richtig sauber machen und heute machen wir den Glass Cleaner von Valley Pro. Und wie gesagt, Autoglanz AT, wenn ihr da was kauft, über 50 Euro Warenwert, kriegt ihr 10% Rabatt, wenn ihr Patrick3331 als Gutscheincodes eingibt. Und um das zu reinigen, haben wir von Microfiber Madness den Cloudbuster. Das ist so ein Waffeltuch-mäßiges, ja, Microfiber. Und das werden wir jetzt machen. Also, viel Spaß! So, es kommt immer so eine Sicherung, die immer rausnehmen und dann einfach nur noch einsprühen. Und wir machen das natürlich von beiden Seiten. Und ihr seht, das Waffeltuch, das fühlt sich auch waffelig an. Also nein, es hat so wirklich diese Auswölbungen, ne? Das könnt ihr jetzt vielleicht sehen. Und das ist wirklich gut, um den Schmutz abzutragen. Also, fangen wir mal einfach an. Sicherung war noch drin. So, jetzt geht's los. Gut einsprühen. Und ich mache erstmal die eine Seite und dann machen wir die andere Seite. Es geht wirklich gut ab, ja. Also klar, man muss ein bisschen Kraft anwenden. Nein, heute habe ich wieder super Deutsch drauf, ey. Aber ein bisschen. Ich bin jetzt schon happy, muss ich sagen, echt. So, also Vorderseite ist gemacht. Ich mache jetzt nochmal die Rückseite und dann schauen wir uns das Ergebnis an. Das Problem bei den Scheiben, viele Bikes bauen halt so, dass man hier unten nicht rankommt. Hier ist zum Glück ein Loch, damit auch ein bisschen Luft reinkommt. Aber es ist halt relativ schwer, teilweise an die Innenseiten der Scheiben ranzukommen. Hier habe ich noch Glück, das geht einigermaßen. Zack, fertig ist es. Schauen wir uns an. So, und wie wir sehen, super sauber. Ja, schaut mal. Und eigentlich ist es ja so rum wichtiger. Guckt euch mal an. Ah, ihr seht da fast keinen Unterschied. Mega geil. So macht Fahren wieder Spaß. Also, wie gesagt, Glass Cleaner von Valley Pro, der aber dann mit der Kombination mit dem Mikrofasertuch natürlich. Also hier nochmal das Cloudbuster von Microfiber Madness. Sehr geiles Ding, kommt in so einer Tasche, die könnt ihr auch hier wie so ein Gefrierbeutel, so ein Zipbeutel, könnt ihr wieder einpacken. Er muss natürlich trocknen, aber Ergebnis sehr, sehr gut. So, das war dann so ein kurzer Kurztest sozusagen vom Glasreiniger. Mich hat er überzeugt, wir werden das natürlich später mit dem Abarth noch ausprobieren. Mit einem anderen Auto, ich muss mal sehen, was dann wieder am Start ist, damit wir das auch da sehen können. Und das war es erstmal zum Glasreiniger. Machen wir mal die Videos ein bisschen kürzer, denke ich mal, und stellen nicht zu viele Produkte in einem Video vor. Ansonsten wisst ihr nicht, um was es geht und so könnt ihr danach besser suchen. Das war's gewesen, subscriben, liken, teilen, wie gesagt, Rabattcode unten. Und vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!
don't take this